Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video soll es wieder um meine Neuzugänge für den Monat November gehen. Und im November habe ich ganze 20 Manga gelesen und ein Comic. Ist ein bisschen weniger als sonst, aber die Manga bzw. der Comic hatten auch ein paar mehr Seiten. Deswegen ist das schon in Ordnung. Und ich würde sagen, wir starten. Und wir fangen wie immer mit dem Verlag an, wo ich am wenigsten gekauft habe. Und das ist leider diesen Monat Manga Kalt. Hier habe ich mir nur Love of Kill Band Nummer 4 gekauft, aber dafür ein sehr, sehr, sehr toller Band. Ich liebe die Reihe. Ich finde sie so, so spannend und es ist genau mein Ding. Vor allem hier geht es gerade weiter mit der Aufklärung, wer den Chef von unserer Protagonistin angegriffen hat auf dem Schiff. Dort befinden wir uns noch. Und es ist einfach mega spannend. Wir bekommen immer so ein paar Häppchen hingeworfen von Chateaus Vergangenheit. Und das ist einfach, ich möchte einfach wissen, was da los ist. Vor allen Dingen scheint sie ja irgendwie schon Verbindungen zum Protagonisten vielleicht zu haben aus der Vergangenheit. Es wirkt zumindest so, aber ich weiß es noch nicht. Es ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall mag ich Chateau als Protagonistin immer noch mega gerne. Das ist so eine tolle Protagonistin. Das ist auch genau mein Fall. Starke und taffe Protagonistinnen, die aber trotzdem irgendwie so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben, gerade aufgrund der Vergangenheit von ihr wahrscheinlich. Und vor allen Dingen finde ich auch die romantischen Szenen zwischen ihr und dem Protagonisten wirklich sehr, sehr süß. Das hat halt wirklich was von Romeo und Julia und das mag ich halt mega gerne. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr toller Manga und kann ich nur jedem empfehlen. Leider ist der immer sehr, sehr dünn. Der geht immer super schnell weg. Aber trotzdem, ich finde das Design schön. Ich mag die Geschichte zwischen den beiden. Und ich kann die Reihe nach wie vor empfehlen. Ich finde sie einfach mega, mega toll. Weiter geht's mit Kase / Crunchyroll. Und die habe ich noch von Kase monstermäßig verknallt. Beziehungsweise noch mit dem Kase-Logo. Band Nummer 6. Und boah, der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Also die Reihe gefällt mir jetzt immer besser, weil es einfach so spannend ist, herauszufinden, warum Kuro ein Monster ist. Und ja, es ist einfach mega, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass die Reihe sich dann doch so positiv entwickelt. Der Zeichen ist halt auch einfach super schön. Ja, und hier geht es dann auch weiter mit der Liebe zwischen den beiden Protagonisten, was aber auch super niedlich ist, weil die beide halt auch einfach so unkompliziert sind. Natürlich haben die auch ihre Schwierigkeiten, aber es ist nicht so dieses Anzicken und dieses, was die anderen meistens immer für Probleme haben, diese Eifersucht oder so. Klar ist das auch manchmal so ein kleiner Aspekt, aber nicht so bescheuert irgendwie. Ich weiß nicht, es wirkt sehr reif, die Beziehung von denen und ich mag vor allen Dingen den Protagonisten wirklich sehr, sehr gerne. Ist ein super cooler Typ und ja, ich finde die Reihe wirklich gut. Ich hätte nie gedacht, dass sie dann sich doch so positiv entwickelt und ich bin froh, dass ich sie immer fleißig weiterlese und ich werde mir jetzt auch immer den aktuellen Band holen. Aber auch aufgrund, dass ich nicht möchte, dass sich das Logo in meinem Regal ändert. Dann habe ich noch eine Reihe angefangen und die hat schon das Crunchyroll-Logo drauf. Und zwar ist das Leb wohl, mein Rosengarten. Und wow, ich war wirklich so geflasht von dem ersten Band, weil ich hätte nie gedacht, niemals nie, dass das so tiefgründig ist. Ich werde dazu auch nochmal einen Ersteindruck machen. Aber auf jeden Fall spielt es auch um die Zeit. Ich müsste es gerade schätzen, weil ich es nicht weiß. Ich würde sagen, es wäre so um den Dreh viktorianisches England. Ich glaube, das passt so von der Zeitepoche. Aber auf jeden Fall eine tolle Zeit. Finde ich richtig, richtig cool. Hier geht es im Großen und Ganzen um eine Protagonistin aus gutem Hause, die ein Dienstmädchen einstellt, das aus Japan kommt und versucht, einen anonymen Autor zu finden, der in seinen Büchern schreibt, dass Frauen halt auch viel erreichen können und halt so, dass man halt als Frau in dieser Zeit beruflich was erreichen kann und so, was da wohl sehr selten ist. Und da geht's schon los, warum es mir so gut gefällt. Denn es ist sehr, sehr nah an halt an der Vergangenheit, weil da zu der Zeit Frauen alleine als Autoren nicht gut angesehen waren, weil, das steht in dem Manga zumindest drinne, sie zu gefühlsduselig sind. Und es geht darum, dass Liebe zwischen zwei Frauen sehr verpönt ist. Und das ist so das große Thema da drin, was ich wahnsinnig gut finde, weil ich habe schon sehr, sehr viele Girls Love gelesen und das ist auch schön und das finde ich auch gut, denn in diesen Girls Love ist es meistens so, dass damit niemand ein Problem hat, so sollte es ja auch sein, dass zwei Frauen halt eine Beziehung eingehen. Aber in dieser Zeitepoche ist es halt sehr realistisch, dass das nicht der Fall ist. Und unsere Protagonistin hat damit wirklich sehr, sehr zu kämpfen, da sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Und ja, da gibt es dann halt ein paar Schwierigkeiten, da sie ja auch verlobt ist und all sowas. Und ich finde es einfach wahnsinnig toll. Diese Reihe hat, meine ich, nur drei Bände.
Und wirklich, der erste Band war schon so stark, dass ich ihn wirklich empfehlen möchte für diejenigen, die Girls Love mögen oder halt auch History-Geschichten. Wirklich total toll. Ich war so positiv überrascht von dem ersten Band und kann ihn nur empfehlen. Wirklich so großartig. Dann machen wir weiter mit Ultraverse und hier habe ich 3 Bände gekauft. Und zwar geht es um die Reihe, für die ihr abgestimmt habt im November. Und das ist Boys Abyss. Und hier habe ich mir gleich die Bände 1 bis 3 geholt. Und ich muss sagen, ich habe den ersten Band wirklich total gefeiert, weil ich fand den so einen tollen Start und vor allen Dingen diese Intensität wirklich total beeindruckend, denn hier geht es halt im Großen und Ganzen darum, um einen jungen Mann, der von seiner Mutter wirklich sehr vereinnahmt wird, um im Haushalt mitzuhelfen, bei seiner dementen Oma mitzuhelfen und seinem Bruder, der sein Zimmer zum Beispiel nicht verlässt und für ihn alles, dass er denn für ihn alles einkaufen muss. Und er ist eigentlich ziemlich unglücklich, weil er weiß, er kann diese Stadt, in der er lebt, nicht verlassen. Und dann gibt es noch seine beste Freundin, die dann auch so ihre paar Problemchen hat. Aber auf jeden Fall geht es im ersten Band im Großen und Ganzen darum, dass er ein Mädchen trifft, was sich herausstellt, dass es ein berühmtes Idol ist. Und auch noch sein Lieblingsidol. Und ja, er schläft mit ihr so gesehen. Dieses Mädel ist dann auch verheiratet. Dies, das, auf jeden Fall fand ich das authentisch. Jetzt nicht, dass man jetzt um die Ecke läuft und da ein Model ist, das mit einem schläft. Ich glaube, das passiert nicht so häufig. Aber irgendwie fand ich das recht realitätsnah, dass, wenn sich zwei Menschen mögen, dann halt sowas passieren kann. Aber es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen. Dann kam der zweite Band. Und oh mein Gott, den fand ich sowas von schrecklich. Ich muss das nur kurz versuchen, in Worte zu fassen, was ich daran schrecklich fand, damit man es gut versteht. Denn ich hatte ja zum Beispiel schon mal bei Inyo Asano und so gesagt, dass dieses Überdramatisierte nicht so mein Ding ist. Ich mag das, wenn es halt wirklich an der Realität ist. Und der Protagonist hatte, um das jetzt mal so zu verdeutlichen, das erste Mal in seinem Leben mit dem Idol-Geschlechtsverkehr. Und auf einmal im zweiten Band will jeder mit ihm schlafen. Und das ist für mich so, hä? Also, ach nee. Und dann gibt es halt noch diese Lehrerin, die halt völlig abgehoben ist und bescheuert. Also ich werde dazu ein bisschen mehr in meinem Ersteindruck erzählen, weil ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Aber ja, der zweite Band war wirklich, hat mich richtig, richtig aufgeregt, weil ich es irgendwie nicht so mag, wenn jeder so ein übelst dramatisches Leben hat, was ja da der Fall ist. Aber hier in dieser Welt hat halt wirklich jeder ein psychisches Problem. Klar ist das nicht ausgeschlossen, jeder hat so seine Problemchen, aber in so einem krassen Ausmaß weiß ich nicht. Das ist dann für mich so, es hätte mir gereicht, wäre es der Protagonist und halt das Idol, was so sein Päckchen zu tragen hat, also und nicht, dass dann halt jeder wirklich übelste psychische Probleme hat, was ja hier leider Gottes der Fall ist. Das wird jetzt leider im dritten Band auch nicht wirklich besser. Es ist zwar spannend, aber da kommt dann halt noch ein drittes Mädchen, was auf den Protagonisten fliegt. Und dann denke ich mir so, ey, er war doch bis vor kurzem noch Jungfrau, wie ist denn das jetzt wirklich? Also das ist so das, was mich so unglaublich stört an dieser Reihe, dieses wirklich krass dramatisierte und was ich halt auch nicht so gerne mag, wenn halt in diesen Dramareihen so alles auf das Sexuelle geht. Das ist irgendwie auch nicht so meins. Das war bei Inyo Asano auch der Fall. Ich glaube, das muss man mögen oder ausblenden können. Ich finde, für mich behindert es so ein bisschen die Story, weil wenn etwas dramatisch ist oder schrecklich ist, dann finde ich es irgendwie merkwürdig, wenn man dann immer an das eine denkt. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich finde, also bei mir ist es im wahren Leben auf jeden Fall nicht so. Und deswegen stört mich das so ein bisschen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich werde jetzt noch den vierten Band lesen, weil ich von meiner Freundin gehört habe, dass der richtig gut sein soll. Und danach werde ich mich entscheiden, ob ich die Reihe weiterlese, weil ich weiß halt ganz genau, dass ich mich durch die Bände zum Beispiel von Gute Nacht Pum Pum ziemlich durchgequält habe. Obwohl das wirklich viele gut finden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist ja an sich halt auch eine wichtige Thematik. Nichtsdestotrotz ist es nicht dieser Teil von Drama, den ich mag. Versteht ihr, was ich meine? Ich mag denn eher solche Drama-Thematiken wie A Silent Voice oder ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft oder wie der Titel auch hieß. Aber sowas wie das hier oder Gute Nacht Pompon ist dann für mich so ein bisschen drüber. Die Blumen des Bösen mag ich vom ersten Band auch gerne. Da warte ich, bin ich auch noch mal vorsichtig, wie mir die weiteren Bände gefallen. Aber ich muss sagen, das ist halt nicht so mein Ding.
Ich bin gespannt, wie der vierte Band wird. Vielleicht reißt er auch nochmal alles rum. Ich hoffe es, weil ich würde sie wirklich sehr, sehr gerne eigentlich weiterlesen, weil viele von euch den ja gut finden. Nur ich muss leider sagen, dass die ersten Bände halt, also beziehungsweise der zweite und der dritte Band, mich sehr, sehr enttäuscht haben. Der erste war so gut und ich hatte wirklich so eine große Erwartung denn da drin. Der zweite und dritte hat mich dann leider wirklich sehr enttäuscht. Tut mir voll leid. Aber ich, wie gesagt, ich werde den vierten nochmal lesen. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob es noch viel besser wird, ob es bleibt mit dem Fokus darauf, ob die Lehrerin weiter so bescheuert bleibt, obwohl ich ja eigentlich schon mitbekommen habe, dass die weiterhin so blöd ist. Aber gut, auf jeden Fall, ja, tut mir leid für das niederschmetternde Resultat zu Boys Abyss. Dann kommen wir zu Tokyo Pop und ich habe mir den Einzelband Verführerisches Vermächtnis geholt und der ist von Ema Toyama. Und bitte sagt mir, dass den einer von euch auch gelesen hat und am Ende total verstört war. Also, ich kann darüber gar nicht reden, weil das so bescheuert ist. Ich will auch keinen spoilern, falls jemand den noch lesen muss. Ich muss sagen, so die Geschichte an sich fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr interessant. Weil hier geht es um unsere Protagonistin, die drei wunderschöne und gut aussehende Brüder hat, die Drillinge sind. Die allerdings natürlich nicht blutsverwandt sind, aber nichtsdestotrotz zusammen aufgewachsen sind. Und dann ist der Großvater von der Protagonistin verstorben und dieser möchte sein Erbe vererben. Aber es geht an denjenigen, der seine Enkelin, also unsere Protagonistin, heiratet oder umbringt. Und das darf nur einer von den drei Brüdern sein. Naja, auf jeden Fall ist das so die grobe Story und man ist so ein bisschen auf der Suche, wer derjenige ist, der sie umbringen möchte und wer derjenige ist, der sie heiraten möchte. Es ist nicht wirklich eine Überraschung, wer sie umbringen möchte und wer sie heiraten möchte. Aber nichtsdestotrotz, das Ende hat mich wirklich verstört, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, gerade nicht bei Ema Toyama. Ich wünsche mir wirklich, dass es einer von euch gelesen hat und mir sagen kann, also dass das Ende halt wirklich, es ist einfach bescheuert. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, ihr könnt mir gerne mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr den Band gelesen habt und auch das Ende so bescheuert findet wie ich. Also, wirklich. Er war ganz nett zu lesen, aber das Ende, holy moly, ey. Guckt mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Weiter geht's mit dem Schuko-Kapitel und das ist Aiko und die Wölfe des Zwielichts. Und der ist von einer meiner Lieblingsautoren, und zwar Shiori. Die macht eigentlich nur Einzelbände, aber das ist ihre erste etwas längere Reihe. Also, was heißt etwas längere? Ich glaube, zwei oder drei Bände. Ich glaube, drei. Und, ja, ich finde die Schokokarte auch wirklich sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, das wollte ich nur sagen zu der Reihe, weil ich hätte nicht gedacht, dass das mir dann doch so gut gefällt. Ich glaube, das wird eine ganz nette Geschichte. Natürlich ist es jetzt nicht so vom ersten Band so herausragend. Hier geht es nämlich um unsere Protagonistin, die von ihren Eltern so gesehen verlassen wurde und die haben halt sehr viel Schulden bei der Mafia hinterlassen. Was natürlich sehr blöd ist, denn die versuchen jetzt bei unserer Protagonistin und ihrer Großmutter das Geld einzutreiben und eigentlich sind die jeden Tag Schuldeneintreiber vor ihrer Tür. Doch eines Tages taucht dieser Typ hier auf, der sie so ein bisschen beschützt vor diesen Schuldeneintreibern, aber dieser hat natürlich auch ein paar Absichten, warum er das tut und das finde ich sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich finde das Setting halt voll cool mit der Mafia. Das hatte ich halt wirklich noch nie und finde das irgendwie nice. Und den Zeichenstil von ihr finde ich auch schön. Ich finde generell, die Mangaka macht richtig gute Einzelbände und deswegen glaube ich auch, dass die Kurzreihe wirklich sehr gut wird. Ich bin positiv überrascht vom ersten Band, freue mich auf die nächsten und ich glaube, das wird eine unterhaltsame Kurzreihe werden. Weiter geht's mit Hatsuharu, Band Nummer 8 und hier finde ich das Cover wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich mag die Reihe immer noch sehr, sehr gerne, allerdings wird sie jetzt gerade ruhiger, denn jetzt bilden sich so gesehen die Pairings um das Hauptpairing und ja, das ist ganz süß, aber es ist jetzt halt auch nicht wirklich so was, wo man sagen muss, boah, voll die krass neue Geschichte, sondern einfach ist ganz niedlich, wie jetzt die anderen Kumpels von ihm so zusammenkommen und so, aber ja, also ich glaube, es wird jetzt nicht mehr so viel kommen bis zum Schluss,
sondern so dieses Standard-Shoujo-Ding, das dann halt, bestimmt gibt es nochmal irgendwie einen Streit zwischen dem Hauptpairing und dann vertragen sie sich wieder und zum Schluss wird geheiratet. Das sind nur Vermutungen, deswegen kann ich hier nicht spoilern. Aber auf jeden Fall mag ich die Reihe nichtsdestotrotz wirklich sehr, sehr gerne und ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie jetzt die anderen ihr Glück finden. Ich mag auch das Pairing, was hier drin jetzt zustande kommt und ja, ich kann die Reihe nach wie vor empfehlen. Aber wie gesagt, man darf jetzt nicht so viel erwarten, weil es wirklich schon ein klassischer Shoujo ist, nur aus der Sicht eines Mannes. Und wenn ich es jetzt bewerten müsste, ist es ähnlich wie Rainbow Days, aber Rainbow Days ist halt wirklich schon noch ein Stückchen besser. Dann geht es weiter mit Egmont und hier habe ich 5 Manga und einen Comic gekauft. Aber wir fangen erstmal an mit den Manga und hier habe ich weitergekauft bei More Than a Doll, Band Nummer 6. Und ja, ich mag die Geschichte wirklich immer noch sehr, sehr gerne. Sie ist so schön unterhaltsam und auch so entspannend. Also, ich habe letztes Mal ja schon gesagt, dass ich sie wirklich sehr, sehr gerne lese, um auch ein bisschen abzuschalten, runterzukommen, wenn man jetzt zum Beispiel von der Arbeit übelst kaputt ist und irgendwie nicht mehr so was für einen Kopf braucht, dann lese ich die gerne. Ich habe übrigens wieder keine Farbseite gekriegt, aber naja. Auf jeden Fall mag ich die Reihe nach wie vor wirklich sehr gerne. Hier wird in jedem Band so ein bisschen ein neues Cosplay-Thema angefangen und die beiden Protagonisten kommen sich etwas näher. Also es ist wirklich so eine schöne Geschichte einfach über ein Alltagsleben, über eine total aufgedrehte Protagonistin, die aber super liebenswert ist, über einen Protagonisten, der sehr zurückhaltend ist, aber so ein bisschen zu sich selbst findet mit dem neuen Hobby, was er da jetzt angefangen hat. Und natürlich, was ich super interessant finde, das Hobby-Cosplayen und ja, was das alles für Hintergründe mit sich bringt, ist es wirklich toll. Hier wird auch thematisiert, wie zum Beispiel ein Mann sich in eine Frau immer verwandelt im Cosplay und so. Also wirklich eine super tolle Reihe. Ich freue mich immer noch, dass ich die angefangen habe und kann sie nur jedem empfehlen. Ich finde den Ecchi-Anteil hier wirklich überhaupt nicht störend. Es passt halt einfach zur Story. Ey, wirklich, More Than a Doll ist wirklich super, super toll. Dann habe ich eine weitere Kurzreihe angefangen und zwar ist das Eniale und Divila. Und das ist die Mangaka von Atelier of Witchhead, was ich voll cool finde. Und was man auf jeden Fall auch sieht im Zeichenstil. Und ja, ich muss sagen, der erste Band war ganz okay, aber er hat mich auch nicht so wirklich geflasht, muss ich zugeben. Hier geht es um einen Engel, die, glaube ich, Ineale war und einen Teufel oder einen Dämon, der Devila heißt. Und diese beiden sind eigentlich in jedem Kapitel auf einer neuen Mission. Und natürlich das Hauptthema ist Mode, weil die beiden sind shopping-süchtig und kaufen sich gegenseitig manchmal die Sachen weg und dann wird halt so gesehen fast die halbe Erde zerstört. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ein bisschen tiefgründige Themen werden angeschnitten, aber es fokussiert sich hauptsächlich auf Comedy. Es sind jetzt nicht besondere Geschichten gewesen. Die passen ganz gut, aber ich muss sagen, es ist so ganz nett für zwischendurch. Also ich werde die Reihe auch zu Ende lesen. Ich finde den Zeichenstil schön. Ich finde die Thematik lustig. Es ist auch so ein Manga, wo man ein bisschen den Kopf ausschalten kann. Ja, ich fand den ersten Band nicht schlecht, werde ihn weiterlesen. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so eine krass gute Mega-Geschichte, aber trotzdem unterhaltsam. Dann habe ich weitergelesen bei Tokyo Girls und zwar Band Nummer 2. Und ich finde die Reihe nach wie vor richtig, richtig gut. Denn hier geht es immer weiter um dieses Thema, warum es so verwerflich ist, dass Frauen im Alter von 33 noch Single sind. Und unsere Protagonisten oder Protagonistinnen fangen teilweise Affären an, was natürlich nicht so nice ist, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ich finde, es erinnert ein bisschen an Sex in the City, irgendwie so ein bisschen, ne? Also nur angeschnitten, aber es ist halt wirklich, wirklich mega cool, was für Struggle die haben und dass unsere Protagonistin so gesehen ihre Freundinnen gerne beschützen möchte, aber die halt auch alt genug sind, um ihren eigenen Weg zu gehen. Und sich halt teilweise wirklich Gefühle entwickeln zu halt den Affären, die es jetzt gibt. Es ist wirklich gut und ich mag die Geschichte sehr, sehr gerne. Es ist so realitätsnah und super interessant, das aus dieser Perspektive mal zu lesen. Und ja, also ich kann die Reihe nach wie vor empfehlen. Sie ist, was ich dazu sagen muss, sehr textlastig. Ich finde aber, sie liest sich trotzdem sehr, sehr gut, weil sie so spannend ist. Da kann ruhig viel Text bei sein, finde ich. Ich mag es wirklich gerne, kann es jedem nur empfehlen. Natürlich, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt extrem was für Jüngere wäre, aber so ab Mitte 20 finde ich die Reihe richtig cool.
Also, ich mag sie wirklich gerne. Ich kann sie weiterhin nur empfehlen. Dann kam ein neuer Band von Ranman Halbross, und zwar Band Nummer 2, und ich habe mich so gefreut. Oh, ich lese das so gerne. Es ist so schön, wieder in die Welt abzutauchen, weil einfach diese Comedy und diese Romance von Rumiko Takahashi einzigartig sind. Ich lese es wirklich, wirklich, wirklich ultimativ gerne. Ich lieb's, ehrlich. Ich habe auch diesen Band wieder verschlungen und ich mag die Geschichten wirklich sehr gerne. Also da bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir auch die neueste Reihe von Rumiko Takahashi hole, die aber, glaube ich, allerdings vergriffen ist. Da müsste ich mal gucken. Aber ich mag Ranman halt wirklich sehr gerne. Ich mochte Inuyasha auch wirklich sehr gerne. Ich hoffe, man hört meine Waschmaschine nicht so laut. Aber ich hoffe, die Reihe hält weiterhin das Niveau. Aber ich glaube, Ranman halt bleibt einfach auch einfach kontinuierlich gut. Ich weiß gar nicht, welche Geschichte ich besser finde, weil ich finde, Rumiko Takahashi kann sowohl Slice of Life, Comedy als auch Dark Fantasy und alles. Also wirklich toll. Ich liebe Ranman. Ich freue mich so auf den nächsten Band. Das ist wirklich so schön. Ich könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, wenn ein Band davon rauskommt und wie sehr ich mich über die New Edition freue. Wirklich so toll. Dann geht es weiter mit einem Abschlussband, und zwar eine Geschichte von 7 Leben, Band Nummer 3. Und ja, ich muss sagen, es war wirklich sehr nett, aber halt auch nichts Besonderes. Vor allen Dingen guckt euch mal bitte an, wie dünn einfach dieser Band ist. Das ist voll fies. Aber es war wirklich eine sehr rührende Geschichte für zwischendurch über die Katzen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, A Man and His Cat ist ein bisschen besser als das jetzt hier. Es ist wirklich sehr, sehr nett, aber halt auch nicht so tiefgründig, wie ich es mir gewünscht hätte jetzt zum Schluss. Aber es ist zum Ende hin nochmal ein bisschen dramatisch und nichtsdestotrotz hat das eigentlich ein ganz schönes Ende. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe es ganz gerne gelesen. Es lässt sich halt auch wahnsinnig schnell durchlesen. Aber ich muss sagen, für diesen dünnen Band dann halt 7,50 €. Ja, das ist halt auch schon ein bisschen schwierig, aber ganz niedliche Geschichte. Ich mag Geschichten über Katzen. Ja, ich kann es empfehlen. 3 Bände kann man durchaus machen. Kommen wir zu dem Comic, und hier geht es weiter mit Witch Band Nummer 2, und ich habe mich total gefreut, weil diese Geschichten kann man halt auch wirklich so gut am Abend einfach mal weglesen. Und ich finde den Zeichenstil auch einfach so schön. Also ich finde die Geschichte echt nicht schlecht. Die sind auch gar nicht so oberflächlich, wie man denkt. Natürlich ist es sehr auf das junge Publikum zugeschnitten, was natürlich auch normal ist. Aber ich hatte das alles gar nicht mehr im Kopf. Ich muss auch zugeben, so viel Witch habe ich gar nicht als Kind geguckt und auch gelesen. Ich war eher so der Wings-Typ. Aber deswegen finde ich es umso interessanter, weil ich mochte eigentlich die Geschichte dahinter. Von daher finde ich es voll gut, dass ich da jetzt so ein bisschen was dazu lese über so junge Mädchen, die einfach so ihre Alltagsprobleme mit ihren Streitereien in der Freundschaft haben oder in der ersten Liebe und so. Es ist wirklich süß. Und dann halt dieses Magical Girl Ding. Also ich bin absolut begeistert, kann das auch wirklich nur jedem empfehlen. Die Bände sind super, super, super schön aufgemacht und ich finde den Zeichenstil auch super. Übrigens, im ersten Band stand auch, dass das halt auch von einer Disney-Produktion ist, und ich finde jetzt, wo man es weiß, sieht man es halt auch total. I like it. Wer möchte nicht Disney und Manga vereint irgendwie haben oder beziehungsweise Comic im Manga-Stil, was es ja auch irgendwie ist. Auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr toller zweiter Band. Ich kann Witch wirklich jedem empfehlen, vor allen Dingen, wenn man zurück in seine Kindheit tauchen möchte. Ich finde es total toll. Ich freue mich, dass es davon eine Neuauflage gibt. Dann kommen wir zum letzten Verlag, und ich habe am meisten diesen Monat von Carlsen gekauft, und zwar 6 Bände. Und da fange ich einmal glimpflich an, und zwar mit The Case Study of Vanitas, Band Nummer 5. Und ich muss unbedingt dranbleiben bei der Reihe. Die ist wirklich so spannend, aber wenn man sie längere Zeit nicht liest, dann kommt man ganz schnell raus. Und das finde ich dann immer schade, weil ich mag einfach diese ganzen Verzwickungen hier und Geheimnisse, die immer nach und nach aufgedeckt werden. Und hier kommt es auch wieder zu einem Kampf mit der, ich glaube, Kirche ist das irgendwie so in der Art. Ich habe gerade den Namen vergessen, wie die sich nennen. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Man erfährt immer ein bisschen mehr über die Vergangenheit der Protagonisten, was ich sehr cool finde. Und auch über die Nebencharaktere erfährt man viel. Aber ich weiß genau, dass diese Mangaka halt wirklich super gut Charaktere ausbauen kann und vor allen Dingen mega krasse Geschichten macht. Siehe Pandora Hearts, also die hat es wirklich drauf. Ich finde The Case Study of Vanitas wirklich mega interessant. Ich mag die Charaktere sehr gerne. Ich finde auch dieses, ist ja kein historisches Frankreich, aber so dieses Steampunk-Frankreich wirklich sehr, sehr cool, was hier so gezeigt wird in der Welt. Also super tolle Geschichte.
Ich kann The Case Study auf Vanitas wirklich jedem empfehlen. Ich bin gespannt, wie lange die Reihe gehen wird. Ich hoffe, ich muss nicht immer so lange auf den nächsten Band warten, wenn ich jetzt mal auf dem aktuellen Stand bin, weil das würde mich ein bisschen nerven, weil man muss da dranbleiben, weil die Mangaka halt dafür bekannt ist, sehr komplexe Stories zu machen. Aber trotzdem, ich kann auch nicht abwarten, dass denn... Ich kann das nicht im Regal stehen lassen, ich muss das lesen. Dann habe ich mir noch zwei Bände von Soul Eater Massive gekauft, und zwar Band 4 und Band 5. Und ich muss sagen, ich lieb's immer noch wie am ersten Tag, wirklich. Ich bin ja ein absoluter Soul Eater Fan. Und ich finde auch, wenn ich jetzt mal schwere Tage habe, zum Beispiel wenn die Arbeit anstrengend war oder so, was natürlich mal passiert, dann lese ich es so gerne, weil es mich irgendwie aufmuntert. Es ist wirklich so. Und obwohl ich die Geschichte schon kenne, ist es trotzdem für mich immer so toll, in dieses Universum abzutauchen. Und jetzt komme ich so gesehen auch zu Arcs hin, wo ich jetzt nicht so oft immer reingelesen habe. Wo ich Soul Eater angefangen habe, habe ich mehr so die ersten Bände immer und immer wieder gelesen. Bis irgendwann ich immer auf den nächsten Band warten musste, und dann ist das nicht mehr so häufig passiert. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich die Geschichte jetzt nochmal in eins lesen kann, weil ich fand, am Ende war es dann schon noch komplexer und ich habe das alles gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber ich tauche so gerne in dieses Universum ab. Ich liebe es. Ich werde richtig nostalgisch, wenn ich das lese. Also ich liebe die Soul Eater Best of Bände. Ich mag auch die Einzelbände. Also Soul Eater ist einfach generell gut, egal welche Bände ihr euch holt. Ich mag die Story. Ich mag sie natürlich immer noch weitaus mehr als Fire Force, aber das ist halt auch Geschmackssache. Vielleicht liegt es auch hier dran, dass wir da eine Protagonistin haben und dass das Setting halt mehr so auf Waffen abzielt, als jetzt halt auf Feuer und Feuerwehr. Das ist eher so, dass er meins. Aber nichtsdestotrotz, ich finde Soul Eater toll. Ich kann es euch empfehlen. Aber für mich hat es halt auch nostalgische Gründe, dass ich halt diese Reihe so feiere. Aber ich liebe es wirklich. Vor allen Dingen die Massive Edition finde ich schön. Ich freue mich mega auf das Rückenbild. Das wird so toll aussehen. So, dann kommen jetzt drei Einzelbände, die ich mir von Carlsen gekauft habe. Und zwar haben wir hier einmal die Eiskönigin Band 2, der Manga von der großartigen Arinata Nomura. Und man sieht es halt voll. Also der Zeichenstil ist abnormal schön, der ist so unglaublich. Das war wirklich sehr, sehr toll. Ich kannte ja den zweiten Film von Die Eiskönigin noch gar nicht, deswegen war das für mich halt auch relativ neu. Es war wirklich sehr, sehr nett zu lesen, vor allem, wie gesagt, der Zeichenstil ist sehr, sehr schön anzugucken. Aber er war halt wirklich so Schlag auf Schlag, also das ging ratzfatz, da war der Band halt durch. Und die Story wirkt halt so ein bisschen gedrungen und... halt, ich glaube, dass der Film etwas ausführlicher ist. Ich kann es aber auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich fand es nichtsdestotrotz niedlich, war eine gute Unterhaltung für zwischendurch. Na, und wie gesagt, der Zeichenstil ist halt dann auch mal echt schön, so zwischendrin mal anzugucken. Wirklich sehr toll. Wie gesagt, kann man wirklich durchaus mal machen. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann geht es weiter mit einem Einzelband, der auch zum Thema Disney gehört. Und zwar ist das Cruella. Und ich hätte nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Also ich fand den wirklich so cool zu lesen. Der ist jetzt nicht wirklich actionreich, aber trotzdem übelst spannend und interessant. Weil hier ist das Thema Mode halt total krass im Fokus. Und natürlich weiß man ja irgendwie, dass Cruella... ja, Mode interessiert ist, aber hier sieht man halt wirklich, wie sie Designs entwirft und ihre eigenen Stile hat, und ist wirklich cool, weil unsere gute Protagonistin Estella wächst eigentlich in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen auf, dass sie sich halt mit Diebstählen über Wasser hält und trotzdem ihre Modedesigns entwirft und so gesehen mit den Materialien, die sie hat, ihre tollen Outfits entwirft. Und so wird dann halt auch eine andere Modedesignerin auf sie aufmerksam, die sie darum bittet, für sie zu arbeiten. Da hat sie natürlich nicht so viel Bock drauf, weil sie natürlich super stolz ist auf ihre Entwürfe und so. Also es ist wirklich super interessant. Und ich finde Estella, die ja dann zu Cruella wird, einen wirklich total tollen Charakter da drin. Ne? Man kann es so ein bisschen verstehen, warum sie so verbittert ist. Und sie ist halt auch so ein cooler Charakter. Also man weiß von Anfang an, okay, mit der ist halt nicht zu spaßen, und das bleibt bis zum Ende treu. Das finde ich gut, weil sie halt genauso ist, wie man sie kennt. Und das hat der Manga wirklich super gut rübergebracht. Ich fand den Einzelband wirklich so unterhaltsam. Ich kann es euch sehr empfehlen für Cruella-Fans oder Disney-Fans generell. Super cool. Wirklich, schaut mal rein.
Aber dann kommen wir zu meinem Highlight-Einzelband diesen Monat. Und das sind die Short Stories vom Mangaka-Duo von The Promised Neverland. Und boah, die Geschichten waren sowas von gut. Also wirklich, das sind ja ganz, ganz kurze Kurzgeschichten. Und die haben einfach so krasse Werte vermittelt. Also hier geht es halt teilweise um abstrakte Welten, was ja normal ist. Man weiß ja von The Promised Neverland, dass diese beiden Mangaka super geile Welten erschaffen können. Aber hier geht es unter anderem um einen Erfinder, der so ein bisschen, man glaubt, ein Hikikomori ist. Und der hat halt krasse Sachen erfunden und eines von seinen Robotern möchte aber gerne ein Mensch werden, um mit ihm rausgehen zu können, um mit ihm Freunde suchen zu gehen. Und dann kommt halt alles ganz anders, dass man dann erst versteht, warum denn dieser Erfinder ein Hikikomori ist. Oder dann geht es auch hier um einen Fotografen, der Geister fotografiert und die Seelen damit einfängt. Und das ist wirklich also großartig. Wirklich sehr, sehr großartige Geschichten mit einer immer ernsten Thematik dahinter. Und das finde ich so krass. Also ich habe diesen Einzelband verschlungen, weil ich ihn wirklich mega, mega toll fand. Und ich möchte euch die Short Stories wirklich sehr empfehlen. Wer The Promised Neverland kennt, weiß ja, dass dieses Duo wirklich krass was drauf hat. Der Zeichenstil ist halt auch wirklich genau der wie von The Promised Neverland, weil da drin steht auch, die Stories sind ja von der Autorin. Es gibt ja einmal Autorin und den Zeichner oder die Zeichnerin, ich weiß gerade gar nicht genau. Und die Stories sind schon älter, aber die Zeichnungen wurden halt im Nachhinein dazu gemacht, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Deswegen ist der Zeichenstil auch sehr schön anzusehen. Also ich fand den Einzelband wirklich toll. Hier ist auch noch eine kleine Kurzgeschichte zu The Promised Neverland drin, was so gesehen nach dem Ende passiert. So eine kurze Geschichte, die auch sehr herzerreißend ist, weil wer das Ende von The Promised Neverland kennt, der weiß ja, was da passiert ist. Und da geht es dann halt nochmal ein bisschen weiter. Und das ist schon, weil man hat immer diesen bitteren Beigeschmack, weil ja das Ende halt so ist, wie es ist. Ich möchte nicht spoilern, aber trotzdem, es ist wirklich schön. Aber lest es erst, wenn ihr The Promised Neverland gelesen habt, weil sonst spoilert ihr euch halt total, ne? Also, es sei denn, ihr wollt The Promised Neverland gar nicht lesen, verstehe ich zwar nicht, dann lest es, aber dann versteht ihr halt die letzte Kurzgeschichte nicht. Trotzdem, ein so toller Einzelband, ich kann es wirklich empfehlen. Das war's mit meinem Neuzugänge-Video und ich fand, es ist eine ganz gute Ausbeute. Ich habe sehr gut gelesen, auf jeden Fall im November. Aber wie gesagt, die dunklen Jahreszeiten laden auch total ein zum Lesen. Und genau, bitte schreibt mir gerne wieder in die Kommentare, was ihr euch so geholt habt. Das interessiert mich immer sehr. Und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Verführerisches Vermächtnis gelesen habt und das Ende auch so verstörend fand. Das interessiert mich wirklich mega, ob das jemand gelesen hat von euch, wirklich. Aber auf jeden Fall freue ich mich mega, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Oh,
Bye.